Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Yu-Gi-Freunde und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe vom Yu-Gi-Oh! Spotlight. Ich bin Dirk. Ich bin der Carsten. Und heute wollen wir einen kleinen Blick auf das kommende Set Circle Break werfen. Noch kurz als Einwand, es gibt jetzt jede Woche was zu gewinnen bei Yu-Gi-Oh! Spotlight. Heute gibt es den Ultimate Guard Sponsor Package, bestehend aus dem Hipster Bag von Ultimate Guard und dem Quadro Sitzfolie beinahe. Sehr cooles Teil. Und dann legen wir los mit dem Content. Genau. Nächste Woche ist es soweit, das neue Set Circuit Break erscheint. 3 Monate sind wieder schon wieder rum, die Zeit vergeht ohne Ende. Nachdem Call of the Duelist schon das Link-Format eingeläutet hat, kriegen wir jetzt weiteren Support. Und wir fangen einfach mal mit dem ersten Thema an, und zwar dem charakterspezifischen Themendeck, und zwar den Cybers-Karten. Natürlich, wie üblich, kriegt der Hauptteil natürlich wieder neuen Support. Bereits in der Serie zu sehen, jetzt auch bei uns. Viel nennenswert ist meiner Meinung nach eigentlich nicht dabei. Das Einzige, was man vielleicht erwähnen könnte, ist der Cybers Leuchtturm, die aber auch schon bereits in dem Call of the Duelist Special Edition halt vorhanden war. Von daher, für die Fans der Serie und das Cybers-Thema gibt es bestimmt ein, zwei interessante Karten. Ansonsten eher weniger spannende Neuerungen. Gut, als nächstes Thema hätten wir dann die Rocket Monster. Ein kleines Set bestehend aus kleinen Drachen, die so ein kleines Anti-Bild quasi zu zielenden Link-Monster-Effekten quasi bilden, da sie sich aktivieren, wenn sie von einem Link-Monster ins Ziel genommen werden und dann entsprechend darauf spezifisch reagieren, um beispielsweise gegnerische Zauber fallen oder auch ein Monster zu entsorgen. Okay, cool. Ja, ansonsten, was die gemeinsam haben, diese kleinen Drachen, ist, dass wenn sie zerstört werden, in der Endphase ein neues Rocket Monster aus dem Deck beschwören. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall Kombopotenzial mit Karten, die Karten bei sich selber zerstören und auch in dem Fall den Gegner halt ein bisschen beeinflussen. Mal abwarten, inwiefern die Rocket Monster sich halt bei uns etablieren können. Vielleicht als kleine Zusatzengine durchaus denkbar, um ein bisschen das Feld gefüllt zu haben. Werden wir mal sehen. Genau. Dann ein Thema, auf das ich nicht ganz so intensiv eingehen möchte, aber trotzdem wenigstens einmal erwähne, und zwar die Altergeist-Monster. Bis jetzt bestehend aus erstmal nur 4 Monster mit unterschiedlichen Eigenschaften, die ein wenig mit ihrem Support ein wenig rumspielen. Sprich, wir haben ein Altergeist-Monster, was in der Lage ist, ihre Altergeist-Support-Fallenkarte zu recyceln, beziehungsweise auch eine Karte, die entsprechend ihr Material sich halt suchen kann. Inwiefern dieses Set sich durchsetzen kann, bleibt erstmal abzuwarten, da der Support momentan noch nicht so überragend ist. Aber vielleicht bietet das nächste Set Extreme Force dann in 3 Monaten wieder ein bisschen mehr spannendes Material. Vielleicht baut das ja auch alles andere auf. Mal schauen. Warten wir mal ab. Welches Thema ich allerdings besonders interessant finde, welches erscheinen wird, sind die sogenannten Crawler-Monster, die zusammen mit ihren Ex-Crawler-Link-Monstern ein äußerst spannendes Thema wieder eine Mechanik aufgreift. Die lange als oder grundsätzlich immer als sehr langsam halt abgeschrieben wird. Die Flip-Mechanik, ne? Die Flip-Mechanik, genau. Der erste Versuch gab es damals Zeit mit den Wahrsagerprinzessinnen, dieses Thema wieder aufleben zu lassen, was sich daher nicht durchgesetzt hat, aber vielleicht können die Crawler-Monster da wieder einen neuen Schub halt liefern. Besonders spannend dadurch, dass die Crawler-Monster, wenn sie halt ihre Flip-Effekte sauber durchkriegen, beziehungsweise die Ex-Crawler-Monster entsprechend 2 neue Crawler-Monster aus dem Deck beschwören können, wenn sie zerstört werden. Ich denke mal, durch diesen Feldvorteil und dadurch, dass die Crawler-Monster selber ein wenig das Kontrollelement ausüben, indem sie ja gegnerische Zauber fallen oder auch Monster zerstören, denke ich mal, steckt da ein gewisses Potenzial dahinter. Ergänzend dazu zu diesen Crawler-Monstern kriegen wir aber auch noch ein neues Weltvermächtnis-Monster, welches wir bereits aus Call of the Duelist von den Weltkelch-Karten kennen. Und zwar kriegen wir da die Weltenrüstung. Dieses Monster wiederum kann sich beschwören, wenn ein Monster als Flip-Beschwörung kommt und in dem Zusammenhang, wenn dieser Weltvermächtnis-Weltenrüstung beschworen wird, sollte sich sofort ein neues Weltvermächtnis-Monster aus dem Deck. Schon mal sehr interessant, weil es durch eine Flip-Beschwörung automatisch einen Vorteil von +1 generiert. Außerdem ist es in der Lage, sich selber und ein gegnerisches Monster zurück auf die Hand zu schicken, was natürlich wieder im Zusammenhang mit dem Crawler-Monster eine wirklich mehr Feldpräsenz und auch Feldvorteil generiert. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, dürfte auch im Rahmen der Sneak Peek ein durchaus spannendes Thema werden. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Kommen wir nun zu einem Thema, was ich persönlich halt äußerst spannend finde, und zwar die Metaphysisch-Karten. Da viele dieser bekannten Monster, oder viele dieser Monster, die da unten erscheinen in diesem Thema, dürften einige der älteren Spieler vielleicht kennen, weil sie quasi Abwandlungen von bereits bekannten Karten, wie dem Tyrannendrachen oder auch dem Devia-Drachen Daedalus sind.
Sie sind quasi eine Metamorphose-Variante. Das Thema selber basiert darauf, auf Effekte sich selbst zu verbannen. Starter dafür ist der metaphysische Ragnarok, der, wenn er beschworen wird, 3 Karten vom Deck verbannt und für jedes metaphysische Monster darunter 300 Angriffspunkte generiert. Die Bossmonster darunter, der Daedalus, der Phönix, der metaphysische Phönix und auch der Tyrannendrache, erhalten Effekte dadurch, wenn sie durch eine metaphysische Karte beschworen werden und können dementsprechend ein wenig Feldvorteil und dementsprechend Druck auf den Gegner ausüben. Andererseits wiederum haben sie noch einen recht interessanten Effekt, dass wenn sie verbannt worden sind, sie sich in der nächsten Stamperphase wieder ins Deck zurückmischen und da wieder einen zusätzlichen Effekt auslösen. Auf jeden Fall eine Menge Kombopotenzial, beispielsweise mit Light Sworn, Twilight Sworn oder auch mit den längst vergessenen Lichtstrahlkarten. Mhm. Auf jeden Fall ein Thema, was ich spannend finde und auch mal persönlich nochmal ein wenig näher angucken möchte. Da stimme ich dir zu. Gut, ansonsten gehen wir jetzt nochmal auf ein paar einzelne Karten, die wahrscheinlich hervorgehoben werden sollten, nochmal ein. Zum einen hätten wir das Covermonster, den Borrelot Dragon. Ein Link-4-Monster, was allerdings halt nur Effektmonster benötigt, ähnlich halt wie schon ein Deepcore-Talker Effektmonster benötigt, kommt mit einem sehr, sehr interessanten Effekt um die Ecke. Zum einen ist er vor zielenden Monstereffekten geschützt, außerdem kann er während des Damage Steps die Angriffspunkte des Monsters, das er angreift, um 5-mal reduzieren. Und, was noch hinzukommt, dieser Effekt kann nicht durch den Gegner annulliert werden. Also von daher, ja, und mit seinen 3000 Angriffspunkten kann er da schon ordentlich für Ärger sorgen. Dazu hin, genau. Oh, noch ein noch spannender Teil, bevor ich ihn vergessen habe. Er kann außerdem das Monster, das er angreift, auch in eine Linkzone auf eine Zone, auf die er zeigt, noch einfach für einen Zug übernehmen. Was auch natürlich nicht gerade unspannend sein dürfte. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, ja. Ja. Genau. Ansonsten eine Karte, die vielleicht schon ein gewisses Interesse bei einigen von euch erregt haben dürfte, ist Destrudo, der im Englischen, ich versuche ihn mal grob übersetzt wiederzugeben, schauerlicher verlorener Drache heißen dürfte. Ein neues Empfängermonster, das für den Preis der Hälfte der Lebenspunkte sich vom Friedhof beschwören kann. Unter der Voraussetzung, dass man ein Monster der Stufe 4 oder niedriger halt kontrolliert, weil er seinen eigenen Level einmal noch um den Level des Monsters, das man gewählt hat, nochmal reduziert. Er selber ist Stufe 7, das heißt, wir können mit jedem beliebigen Monster bis Stufe 4 automatisch Level 7 Synchro-Monster beschwören. Durchaus eine Menge Potenzial, was man da noch sehen kann. Definitiv. Ja, wenn man mal von den hohen Kosten halt absieht. Ja. Was aber im Late Game wahrscheinlich noch ein bisschen spannender ist, mal eben spontan noch einen schwarzen Rosendrachen aufs Feld hinzulegen, würde ich nicht unbedingt für unspannend halten. Auf jeden Fall eine Karte, die man im Auge behalten sollte. Ja. Dann eine Karte, die auch schon gewisse Vermutungen für die Entwicklung der verletzten verbotenen Liste ausgelöst hat, ist die Karte Metaversum, die quasi als neues Landformen gilt, da sie eine Spielverzauberkarte direkt aus dem Deck sucht bzw. sogar direkt aktivieren kann. Mhm. Deswegen gab es halt stark die Vermutung, dass Landform mit der letzten verbotenen Liste limitiert mindestens wird. Wir sind verschont geblieben. Zum Glück. Zum Glück kann man sagen, das heißt, wir können im kommenden Format mit dem neuen Set 6-mal Landform spielen, was für einige Decks durchaus interessant sein kann. Zum einen halt für die True Draco mit ihrem Diagramm, aber auch für das Phantasma Spiral Deck. Wenn man mal diese Karte nicht auf der Starthand hat, die Spielfeldzauberkarte Pazifist, kann man sie dann direkt im gegnerischen Zug aktivieren. Von daher dürfte diese Karte auf jeden Fall noch in einigen Decks sich schnell wiederfinden lassen. Viel Potenzial nach oben, ganz klar. Genau. Auch eine Karte, die besonders kontrovers diskutiert wird, weil sie extrem mächtig ist, ist die Karte Evenly Matched, zu Deutsch Ebenbürtigkeit. Eine Qualmkarte, die am Ende der Battlephase, sofern der Gegner mehr Karten kontrolliert, das gegnerische Feld so weit reduziert, bis man genauso viele Karten wie er kontrolliert. Besonders spannend wird die Karte, wenn man selbst keine Karten kontrolliert am Ende der Battlephase, weil man dann diese Karte auch von der Hand aktivieren darf. Diese Karte wird auf jeden Fall in Secret Rare erscheinen, das heißt, sie wird dementsprechend einen sehr hohen Preis beim Einstieg haben und ich denke mal auch in vielen Decks, wo zumindest im Side Deck, ihren Platz finden, weil sie doch eine sehr extreme Spielstärke mit sich bringt. Schauen wir mal. Ansonsten, was uns noch erwartet, einige bisherige Themen bekommen noch zusätzlichen Support. Zum einen haben wir da die Trickster-Monster, die mit den Trickster Narcissus noch ein weiteres Monster bekommen, das Schaden austeilt, wenn der Gegner Effekte im Friedhof aktiviert. Eine Ergänzung zu den bisherigen Effekten, dass wenn der Gegner Karten zieht oder auch Monster oder Fallen aktiviert, zusätzlichen Schaden austeilt.
ist die Frage, inwiefern die Trickster-Spieler gerade die Burner-lastige Variante spielen, weiter nutzen werden. Würde ich erstmal als eher weniger beachtet ansehen. Genauso wie das Ringmonster, was dazu erscheinen wird. Sicherlich. Genau. Ansonsten, worauf ich mich auch ein bisschen freue, ist der weitere Support für die sogenannten FA, die Formula Athlete Monster, die ähnlich zu dem UA-Thema auch ein äußerst spannendes TCG-Only-Thema sind. Bisher durch ihre Mechanik Stärke zu gewinnen, indem sie ihren eigenen Level erhöhen, vielleicht noch nicht so übermäßig stark, als Fun-Deck-Thema auf jeden Fall nicht uninteressant. Dennoch sehe ich da noch ein bisschen das Problem, ähnlich wie bei den UA-Monstern damals, dass noch so eine gewisse Knallerkarte quasi fehlt. Das Deck hat noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil es alleine nicht unbedingt stark funktionieren wird. Aber wir warten mal ab, vielleicht bringt Extreme Force nochmal ein bisschen neues Material dazu. Auf jeden Fall ein Thema für die Zukunft, was man sich durchaus mal angucken kann. Ansonsten eine Karte, die besonders kontrovers auch hervorgehoben wird, ist die neue Karte für das Spiral Deck, der Spioral Double Helix. Ja, eine Karte, die auf jeden Fall dem Deck noch einen extremen Push liefern wird und damit dem Deck eine nicht unantastbare Stärke halt verleiht. Das Deck hat jetzt schon auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Man sieht auch in vielen Turnieren immer mehr dieses Deck. Und der Doppelhelix wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir dieses Themendeck durchaus noch öfter auf Turnieren sehen werden. Hohe Metafähigkeit, würde ich sagen. Definitiv. In Japan bereits erreicht. Ja. Mal gucken, wie schnell es sich bei uns etablieren wird. Bin ich mal gespannt. Genau. Ansonsten haben wir noch für einige ältere Themen noch ein wenig zusätzlichen neuen Support in Form von einzelnen Karten. Wir haben zum Beispiel für die Feuerkönig-Monster einen neuen für die Feuerkönig-Avatar, der in der Lage ist, Monster-Effekte zu annullieren, indem er eine Karte von der Hand oder auf dem Spielfeld zerstört, was wiederum wieder eine gute Unterstützung für die Feuerkönig-Monster ist, weil die halt getriggert werden, wenn sie halt zerstört werden. Auf jeden Fall noch ein bisschen Support für dieses Thema, was leider schon ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Schade eigentlich, weil dieses Thema durchaus eine gewisse... ja, ein gewisses Potenzial mit sich gebracht hat. Gut, ansonsten beschert uns das Set noch einmal ein wenig Support für die Amazonisch-Karten. Wir kriegen zwei neue Fusionsmonster, einmal die Amazonische Kaiserin und einen Tiger. Passend zu dem kürzlich erschienenen Support aus dem Legendary Duelist Pack. Genau. Von daher da nochmal ein wenig Unterstützung, um dem Deck noch ein wenig einen kleinen Schub zu verpassen. Gut, ansonsten noch eine gute Nachricht für alle Lunalicht-Freunde. Wir kriegen endlich unseren scharlachroten Fuchs. Eine der fehlenden Schlüsselkarten, die das Deck noch ein wenig konstanter machen, wird in diesem Set auch noch erscheinen. Das klingt gut. Genau, auf jeden Fall schon einige spannende Sachen dabei. Es sind noch längst nicht alle Karten. Von daher, wir haben noch ein bisschen Platz offen. Wir haben noch einige Karten nicht genannt. Von daher auf jeden Fall lohnt es sich, dieses Set einmal näher anzugucken. Und die erste Gelegenheit haben wir auch schon kommendes Wochenende auf den Sneak Peek Events, auch hier im Trader Superstore, 11 Uhr. Ansonsten, weitere Themen zu den Events findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünschen wir euch viel Glück für das Gewinnspiel, dass ihr bei dem ihr teilnehmen könnt, indem ihr einfach das Video liked, einen kurzen Kommentar hinlässt und unseren Kanal abonniert. Wir drücken euch die Daumen fürs Gewinnspiel und hoffen euch bald wieder zu einer nächsten Ausgabe vom Yu-Gi-Oh! Spotlight begrüßen zu dürfen. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.